Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares mit dem Beagle. Ja. Ich war, glaube ich, zu langsam. Keine Ahnung. Er hört mich wegen der Planke. Boah, ist ja schnell. Nein! Alter, wie gemein! Ich war da schon durch! Also der riecht mich nicht, der hört mich, weil die eine Planke. Oh, komm, das kann's doch nicht sein. Alter, bitte was? Ich finde, dieses Spiel hat sehr viele unfaire Passagen, muss ich leider sagen. So cool die Atmosphäre ist, das ist aber ein Atmosphärenkiller, wenn es Trial and Error ist. Also, oh, das macht keinen Spaß. Mir macht sowas keinen Spaß. Vielleicht gibt es ja Leute, die das voll cool finden. Ich nicht. Ich werde jetzt schon wieder sterben. Ey, komm, das kann doch nicht sein. Sorry, Leute, aber was? Ich dachte, er folgt mir da nicht rein. Also mir macht Little Nightmares bis jetzt überhaupt gar keinen Spaß, weil das nicht meine Art Spiel ist. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Outlast nicht spiele. Dieses Trial and Error ist einfach für mich super mieses und scheiße. Du Hurensohn, was wollt ihr eigentlich von mir? Wie soll ich das machen? Wenn das so weitergeht, werde ich dieses Let's Play nicht machen. Er scheint mir nicht richtig gefolgt zu sein. Okay. Aber jetzt sollte ich auch verdammt vorsichtig sein. Oh Gott. Wow. Er bewirft mich mit irgendeiner Scheiße. Ist doch schön. So beschissen abgemessen, dass man überhaupt nichts da schafft. Es ist Fakt.
Ja, und was stellt ihr euch jetzt vor? Darüber komme ich ja offensichtlich nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wo der nächste ist. Da hinten. Das wird unmöglich sein, aber ist okay. Ich muss nur weit genug springen. Ja, oder direkt am Anfang sterben. Sorry, aber ich mag sowas an Gameplay überhaupt nicht. Keine Ahnung, warum das so beliebt ist. Kann ich direkt Outlast spielen, habe ich den gleichen Effekt, den ich nicht leiden kann. Zumal ich die Steuerung auch etwas arg ungenau finde. Aber ist okay. Das ist ein Seil. Okay. Kann ich da rein? Was ist denn jetzt hier für ein... Was war das denn für ein Geräusch? Ach, die Tür ist zugegangen. Okay. Nee, die Tür war eine Mäusefalle. Und die ich nicht auslösen kann. Okay. Gut, gut. Oh. Sorry. Leute, das ist sowas von unlustig, ne? Jetzt wusste ich doch, dass das... Greift der da rein? Wenn ja, bin ich gearscht. Nein! So kleine Nomen. Die Planken hier machen überall Lärm. Das ist die Tür. Das ist Äffchen. Ich muss bestimmt das Äffchen irgendwie werfen. Nein? Na gut. Hätte ich jetzt geschworen, aber... das Äffchen? Hab ich das Äffchen? Ja. Das ist die Tür. Nee. Wirf doch das Äffchen. Ich sehe halt auch leider gar nichts. Hä? Also ich kann das nach da schieben, aber nicht nach hier schieben. Perspektive for the win oder was?
Okay. Oh, da ist so ein Gnome. Warte doch auf mich. Oh nein. Irgendwas graben? Oh ja, ich hab's gesehen. Nee, wie? Ich kann hier hochklettern, ne? Shit. Ganz bestimmt nicht, wenn der mit mir in einem Raum ist. Ich muss eigentlich. Nein, ich hab. Bin ich hoch genug? Bin ich hoch genug? Ich glaube ja. Da gar nicht so dran. Sprich noch mehr. Mich? Bin mir nicht sicher, was sie hier von mir wollen. Nee. Ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin, weil er ist ja hier irgendwo noch. Kann ich nicht da hoch? Das Spiel, was nicht will, ne? Sei ruhig noch lauter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ohne Witz, das ist nicht lustig. Überhaupt nicht witzig. Oh, warte mal. Wo bist du denn hin? Ich habe auch gar nicht geguckt, ob hier hinten vielleicht irgendwas Sinnvolles sein könnte.
Wo sind die denn? Wo ist das Ding denn hingelaufen? Kann ich das... Schön. Ah! Gut, dass ich das nicht sehen konnte. Ich muss etwa wirklich auf den Bücherregalen lang? Oder dem Klavier? Oder was auch immer? Ich sehe nichts. Okay. Ist in Ordnung. Ich will einfach nur hier weg. Ach du Scheiße, ne. Jetzt will ich gar nicht mehr so sehr hier weg, wenn ich ehrlich bin. Wo soll der denn sein? Ach, ist das anstrengend. Da ist der. Der hat halt ein gutes Gehör, ne? Und der reagiert halt auf jede Scheiße direkt. Ich weiß halt auch nicht. Ich kann da hochklettern? Nein. Das war... Ey Leute, der hat ein Gehör, ne? Ey, nicht mal Fledermäuse haben so ein gutes Gehör wie der. Ja nun. Weil ich da runtergeplumpst bin, ey. Ohne Witz. Was stellen die sich denn vor? Was suchst du denn da oben? Ich könnte versuchen. Ich könnte warten. Alter, du hast den Lärm selbst gemacht! Geh und verpiesel dich, du mit deinem Riesenkopf. Hast den Lärm jetzt gerade selbst gemacht. Nee. Ich könnte ihn jetzt verwirren. Kumpel, beruhig dich bitte. Bitte beruhig dich. Der tastet wirklich da oben rum, ne? Jesus Christ, du Penner. Hoppala. Das nenne ich 1-1 das Monster gesprungen. Da war ich jetzt selbst dran schuld. Ich habe... Perspektive nicht hingekriegt. Oh, ihr Lieben, das machen wir nächste Mal. Gott, das ist sehr anstrengend für mich, wenn ich ehrlich bin. Ich mag solche Passagen nicht. Aber die Atmosphäre zieht jetzt langsam an. Doch sehr deutlich.
Ich muss mal gucken, wie ich den da wegbekommen habe. Schönen Tag, haut rein.